Einen schönen Nachmittag. Ich habe eine ganz schwierige Aufgabe. Wir haben 75 Minuten Zeit und sollen in diesen 75 Minuten die Ergebnisse von drei Foren präsentieren und danach auch noch diskutieren. Sie alle sind erprobt, was diese Art von Enquetten betrifft und wissen, dass wir diese Herausforderung kaum erfüllen können. Daher werden wir präsentieren und dann bitte ich um sehr, sehr kurze Wortmeldungen, damit möglichst viele drankommen. So, damit darf ich gleich einmal unsere erste Berichterstatterin herausbitten. Das ist Hedwig Kainberger. Sie ist Leiterin des Kulturressorts bei den Salzburger Nachrichten. Bitte schön. Sie werden uns aus dem Forum Freie Werknutzung berichten, was Sie gehört haben und was dort diskutiert worden ist. Bitte schön. Dankeschön für die freundliche Einleitung. Ich möchte kurz erzählen, zunächst ein paar Beispiele, die bei uns genannt worden sind aus dem Forum über die freie Werknutzung, also Probleme, die sich offensichtlich im tatsächlichen Leben stellen. Das waren erstaunlich wenige in der langen Diskussion. Da war das berühmte tanzende Enkel, das heißt das Enkelkind, das Mädchen, das vor einem offensichtlich werkgeschützten, urheberrechtlich geschützten Musiktitel oder sowas tanzt und das dann ins Facebook stellt. Dann wurde genannt das Problem, wenn Schüler in der bildnerischen Erziehung in der Schule Collagen machen und dann auf die Idee kämen, das nicht mehr nur in der Klasse oder im Gang auszuhängen, sondern auch ins Netz zu hängen. Was passiert, wenn die urheberrechtlich geschützte Werke in Collagen verwenden? Dann hatten wir die schöne Geschichte von der sogenannten Maschek-Seite. Das Problem von Maschek, von der Künstlergruppe, ist, dass die im Auftrag des ORF und vom ORF bezahlt ihre hoffentlich allseits bekannten, sagen wir mal, Bild-Ton-Verschnitte machen. Das wird im Fernsehen gesendet, aber man darf es nicht auf YouTube stellen. Und das Problem ist reichlich kompliziert, endet damit, dass möglicherweise ein Kameramann vor 20 oder 30 Jahren heute keine Zustimmung mehr geben kann, damit dieses Video auf YouTube gestellt werden kann. Dann ein Problem gab es von einer Radioredakteurin, die macht ein Interview und der Interviewte würde gerne das, was er selber gesagt hat, auf seine Webseite stellen. Ist auch nicht möglich. Dann ein Problem auch noch aus dem Bereich des ORF, wenn eine wichtige Persönlichkeit stirbt und man würde gerne in einem biografischen Bericht Filmausschnitte zeigen. Geht nicht. Die Schwierigkeit von bildenden Künstlern, wenn sie andere Werke bildender Künstler verwenden wollen, da sind sie auch sofort im Problem mit dem Urheberrecht, weil immer irgendwo, diese Formulierung hat mir sehr gut gefallen, das Original noch durchschimmert. Und schließlich und endlich auch noch das Problem, wenn man einen Text, ein wissenschaftlicher Autor schreibt einen Text und stellt dies als Fachartikel ins Internet, da darf er zitieren, aber nur aus einem Text und nicht aus einer Audiodatei. Also das waren die paar Beispiele bei uns. Bei uns hat es Emotion leider nur einmal gegeben, und zwar das war so, wie da hat eine Juristin verglichen die beschränkte Nutzung eines Autos, das man ja nicht da einfach von der Straße nehmen kann und wegfahren, mit dem Schutz eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Da ist es dann ziemlich hochgegangen und ich habe mir dann überlegt, wo eigentlich bei uns die Emotionen geschlummert sind. Das war erstens eindeutig gegen die Juristen, obwohl ein sehr freundlicher Jurist gleich am Anfang gesagt hat, er verschone uns mit Paragraphen. Es hat wenig geholfen. Es wurde also gerne gegen die Juristen und für die Philosophen. Dann war es gegen diese neuen Mittler im Internet wie Google und YouTube. Die waren bei uns auch nicht sehr beliebt. Dann nicht sehr beliebt ist auch, also wo Unsympathie geäußert worden ist, was nicht heißt, dass die Sympathisanten vielleicht dafür geschwiegen haben. Also Unsympathie wurde geäußert über das Ausfüllen und Weiterarbeiten am Gesetz. Es gab allerdings nie Aversionen gegen die Autoren und die Schöpfer.
Es gab sehr viel an Plädoyer für eine gesamte Neuordnung des Systems, dass wir alles über Bord werfen sollten, weil ja eine Revolution sei wie im Buchdruck, es sei eine vollständige Umwälzung unserer Wissensgesellschaft. Es gäbe neue Technologien, die in kein anderes Korsett hineinpassen, weder in ein rechtliches noch in ein sonstiges. Es gäbe auch für die Umsetzung neue technische Systeme, und da war bei uns auch was sehr Hübsches, der wurde zweimal erwähnt, das Bild des dicken, gemütlichen Polizisten. Das gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt den Algorithmus, der ist sehr scharf und unerbittlich und die kontrolliert dann künftig die Einsetzung des die Umsetzung eines Rechts. Das hat mir gut gefallen, weil die ganze Computertechnologie auch bewirkt, was mir bisher nicht so klar war, dass es ja doch ziemlich genau und präzise werden wird. Und das wurde genannt im Blick darauf, dass das Gesetz entsprechend genau zu formulieren sei. Und mehrmals wurde angesprochen bei uns der Grundsatz Freiheit des Wissens, Freiheit der Information, unendliche Teilbarkeit von Wissen. Die Juristen, obwohl meistens nicht philosophisch, haben sich fleißig zu Wort gemeldet und haben immer wieder verwiesen, erstens, dass man das bisherige Recht behutsam weiterentwickeln sollte, schon viele Änderungen angemeldet, und zweitens immer wieder auf das EU-Recht verwiesen. Jetzt, ich bin nicht Juristin, habe aber trotzdem noch 5, 6 Punkte aufgeschrieben, die offensichtlich konkret als Regelungsbedarf angesprochen wurden, wobei mir aufgefallen ist, dass immer wieder so englisch hingehaspelte Wörter da gesagt wurden, die ich weder notieren noch verstehen konnte. Also die angesprochenen Regeln waren dieser Schrankenkatalog, der es gibt, da war die Debatte darüber, ob der taxativ bleiben soll oder ob es eine kleine Öffnungsklausel für Fernnutzen oder für Bagatellnutzungen geben soll. Mehrmals wurde genannt, dass das Recht für Zitatnutzung zu erweitern ist. Mehrmals wurde genannt, die neue Regelung für verwaiste Werke, die sei zu eng, weil die her auftauchenden Nutzer zu viele Ansprüche stellen können. Weiterer Regelungsbedarf zum Thema soziale Netzwerke. Wer haftet, wenn ein braver, einsamer Konsument wie ich ein Video hinaufstellt und dann ein anderer braver, einsamer Konsument wie ich auch das Video wieder herunterlädt und dazwischen irgendwelche börsennotierten Konzerne mit unglaublichen Werbeaufkommen Geschäft machen? Warum denn eigentlich nicht die? Dann wurde angesprochen Regelungsbedarf für Bibliotheken, weil die für E-Books etc. nur sehr eingeschränkte Lizenzen bekommen und weil es E-Book-Regelungen eigentlich bisher nur in Salzburg und Vorarlberg gibt. Und es wurde angesprochen die Frage öffentlicher Finanzierung. Was ist, wenn Wissen über großteils öffentliche Finanzierung produziert wird, warum sollte man nicht das gleich öffentlich zugänglich machen. Zum Schluss noch, es wurde immer wieder von Anfang bis Ende der Debatte geäußert, es sei alles sehr kompliziert, es sei alles sehr unübersichtlich, es ist eine der kompliziertesten Materien, die es gibt zu viele Pressure Groups und die dann wirklich was wollen, können sich nicht durchsetzen. Einmal fiel sogar das Wort Leid geplagt. Mein Resümee ist davon, entweder ist es sehr schwierig, dass man das Ganze neu regeln kann, oder es geht vielleicht jetzt besonders gut. Danke. So, danke Hedwig Kainberger. Das zweite Forum hat sich der Frage gestellt, wer profitiert vom Content? Dahinter versteckt sich die Debatte um die Festplattenabgabe. Ich darf Rüdiger Wischenbart, Autor und Publizist, bitten, uns den Bericht zu liefern. Vielen Dank. Bemerkenswert war, dass diese Frage aus dem Titel, wer profitiert vom Content, eigentlich wirklich nur sehr marginal in den Debatten wirklich angesprochen worden ist. Es war ganz kurz die Rede davon, dass da über den Handel und seine Rolle als Vermittler
etwas stärker diskutieren hätte werden sollen, aber das hat nicht wirklich verfangen, während die Debatte im Kern viel stärker um alle möglichen Fragen der Kultur- und Kunstfinanzierung sich gedreht hat und dann natürlich Schnittstellen zum Urheberrecht waren, aber das war eine sehr ineinandergreifende Geschichte zwischen der prekären Kunstfinanzierung auf der einen Seite und sehr großen Erwartungen auf Lösungen über das Urheberrecht, was mich etwas überrascht hat, wie eng und tiefgreifend das ineinander gewachsen ist. Es gab auch ein paar Appelle zwischendrin, das wieder auseinanderzudröseln. Die Frage, warum gibt es in manchen Bereichen, in manchen Gegenden, in den USA etwa, funktionierende Märkte in diesem Bereich, während in Europa da die Marktgenerierung zum Beispiel von mehr Wert und auch mehr Geld, das man dann verteilen kann. Warum das in Europa nicht so gut funktioniert, das wurde als Frage in den Raum gestellt, aber dann nicht weiter beantwortet. Begonnen wurde aber mit einer sehr ausführlichen Runde rund um das Stichwort, wie kann man Rechtssicherheit installieren oder ausweiten angesichts der verschiedensten Werknutzungsmöglichkeiten, wie sie im Urheberrecht alt oder in einem Urheberrecht neu geregelt werden können. Begonnen wurde das dann mit mehreren Verweisen von Urhebern über die prekäre Einkommenssituation, aber auch über die Problematik, wie weit Urheber überhaupt noch heute in der Lage sind, über die Nutzung ihrer Werke letztgültig zu entscheiden. Beispiel, wie weit kann ein Künstler verfügen, bei Google Books oder Facebook nicht dabei zu sein, oder wie weit gibt er Rechte in die Richtung, die er oft gar nicht hat, weil er sie seinem Verlag abgetreten hat, ohne sein Zutun, ohne sein Wissen, ohne seine Möglichkeit einzuschreiten, dagegen immer wieder preis. Das heißt, es wurde da auch sehr deutlich reklamiert, dass von vielen mehr oder weniger automatisierten Rechtsnutzungen an die Urheber keine Gelder zurückfließen. Das führte dann immer wieder auch in weiteren Debattenbeiträgen zu einer klaren Forderung, nämlich nach Erhöhung der Transparenz über die Verwendung aller möglichen Mittel, die aus der Nutzung von Werken lukriert werden. Das war eine Forderung, die jetzt dann nicht weiter im Detail analysiert wurde, was heißt Transparenz oder wie könnte Transparenz aussehen, aber die Forderung war doch sehr nachdrücklich ausgesprochen worden immer wieder. Es gab dann wie kurz erwähnt, die Beobachtung, dass die Märkte im Bereich der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken häufig hierzulande dysfunktional sind. Es gab Appelle an eine Entflechtung der Problematiken. Man möge doch auf der einen Seite sich um die Entlohnung der Kreativen kümmern, die, was aber nicht ausschließlich oder nicht primär eine Funktion des Urheberrechts sei, auch wenn es über das Urhebervertragsrecht natürlich reinspielt. Und die zweite Beobachtung mit dem Appell zur Entflechtung ist, dass das Urheberrecht, und das wurde auch immer wieder angesprochen, dass das Urheberrecht in seiner jetzigen Form ein Bestand ist, der deutlich die Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts widerspiegelt und seit Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre da massive Deregulierungen, neue Nutzungen, neue Möglichkeiten, eine viel größere Reichweite etc. etc. dazugekommen ist und da eben die Problematik herausgewachsen ist, die wir jetzt da besprechen. Dann wurde das Zentrum der Bemerkungen zusehends in Richtung Festplattenabgabe fokussiert, die von fast allen angesprochen wurde als Thema, mit Ausnahme von Vertreterinnen und Vertreterinnen der beiden Kammern, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, die sich, wie schon
vorher breit publiziert gegen eine Festplattenabgabe ausgesprochen haben, war doch im restlichen Forum eher tendenziell eine mehrheitliche Befürwortung einer solchen Abgabe zu bemerken, wobei sich das ein bisschen ausdifferenziert hat zwischen dem Statement, eigentlich ist das eine ganz logische Fortführung und Ajourbringung der Leerkassettenvergütung, mit einer zweiten Variante, wo gesagt wurde, eigentlich geht es vielmehr um eine grundsätzliche Abgabe aus Urheberrechtserträgen, die für die Nutzung von Kultur zur Verfügung gestellt werden soll. Da gab es zwei deutlich angesprochene unterschiedliche Betrachtungsperspektiven. Die eine, wo argumentiert wurde, naja, da geht es ja auch darum, dass schon vorausschauend mögliche illegale Nutzungen, also Piraterie etc., damit abgegolten werden bei den Urhebern, was meistens in der Debatte eher so verklausuliert nur durchscheint. Und die andere Blickperspektive war, sich mehr auf die Finanzierung der legalen Produktion und der legalen Konsumation von Kultur zu nutzen, inklusive der Bemerkung, dass die Fördermittel für Kultur und für Kunstschaffende ohne dies eher rückläufig sind und hier ganz wesentliche Gelder erwirtschaftet werden. Das hat dann auch noch zu einigen sehr detaillierten Ausführungen geführt, wie wichtig der Verteilungsschlüssel, da kommt der Gedanke der Transparenz auch wieder herein, wie wichtig der Verteilungsschlüssel ist, was mit diesen lukrierten Geldern dann tatsächlich unterstützt wird, was ja ein breites Feld ist, nicht nur direkte Abgabe an Künstler nach irgendeinem Schlüssel, sondern auch Unterstützung von Sozial- und Kulturförderangeboten. Ein vielleicht recht wichtiger Punkt, der einfach sachlich geklärt wurde, es gibt immer die Frage der Privatkopie, wie weit die, deren Legalität erhalten werden muss. Da wurde festgestellt, dass es im Recht, in der Gesetzgebung keine klare Definition über Rechtmäßigkeit von Privatkopien gäbe, die es auch relativ schwer festzulegen sei. Aber was besteht, ist, dass die Praxis der Privatkopie nicht geahndet wird. Es gab einige Detailbetrachtungen dann über unterschiedliche Kunstsparten, über Film, Medienkünstler, Musikproduktion, über die angesprochen wurden neue legale Dienste wie Spotify, die in Abonnementsystemen Musik verbreiten und dafür Tantiemen ausbezahlen, wobei die Vertreterin einer der Collecting Societies dargestellt hat, wie gering der tatsächliche Erlös aus diesen Abo-Angeboten sei, der dann an die Künstler zurückgeführt wird. Das war immer wieder ein Thema, dass die eigentlich an der Urheberschaft das erste Glied sind, die Autoren, Musiker, Filmemacher, Künstler, am wenigsten davon profitieren, während die Mittler, die Gatekeeper sozusagen, den großen Gewinn erzielen. Da gab es auch eine Einlassung, die dann zu einer kurzen Kontroverse geführt hat, durch die Bemerkung einer Theaterarbeiterin, die gesagt hat, all diese Klagen über die einreißende Gratiskultur, das Stichwort Gratiskultur ist am Ende der Debatte immer wieder als große Bedrohung angesprochen worden. Und diese Theaterarbeiterin hat gesagt, diese Klagen verstehe sie nicht, weil eigentlich sind das die Debatten über die Droschkenkutscher des 20. Jahrhunderts und es sei vielmehr an der Zeit, neue Modelle zur Finanzierung und zur Verbreitung von Kunst und zur Honorierung von Künstlerinnen und Künstlern zu schaffen, als die Werke wie Semmeln oder Karotten zu vermarkten.
Das waren, glaube ich, die wesentlichen Stichworte, die immer wieder, um die sich die ganze Diskussion gedreht hat. Wie gesagt, die eigentliche Kernfrage, die aufgeworfen worden ist, wer vom Content profitiert, die blieb da ein bisschen an den Seitenrändern. Danke. Danke, Rüdiger Wischenbart. Ja, das letzte Forum hat sich mit den Verwertungsgesellschaften beschäftigt. Da darf ich als Berichterstatter Martin Fritz vom Ad Magazine heraus bitten, uns zu berichten. Ja, vielen Dank. Es ist mir jetzt bei den Vorrednerinnen aufgefallen, dass wir hier so eine Art praktisches Beispiel der Anonymisierung und Vergesellschaftung von Inhalten machen, indem wir, und das ist auch gut so, die Beiträge ohne Namensnennung zitieren. Und jetzt habe ich Ihre Namen und Funktionen zwar brav notiert, aber ich werde mich an die Üblichkeit halten, dass wir das hier anonym ziehen und das gesammelte Wissen sozusagen nicht mehr den einzelnen Urheberinnen exklusiv zuschreiben, sondern der Gruppe, in der es geäußert wurde. Die Diskussion über Verwertungsgesellschaften heute war sicher sehr stark definiert durch die Anwesenheit einer EU-Abgeordneten, weil innerhalb der EU auf verschiedenen Ebenen im Moment sehr vehement ein Vorschlag, nämlich das EU Commission Proposal for a Directive on Collective Rights Management, diskutiert wird, also ein Richtlinienvorschlag der EU-Kommission zur Setzung von mindestens Mindeststandards für die Arbeit von Verwertungsgesellschaften europaweit. Und wie es dann natürlich in Anwesenheit zuständiger Politikerinnen so ist, muss zuerst einmal die Interessensvertretung erledigt werden. Und das war dann auch so und war auch richtig so, dass die Vertreterinnen der Verwertungsgesellschaften im ersten Teil der Debatte sich sehr stark auf die ohnehin genannten heißen Punkte der Territorialität und des Wettbewerbs bezogen haben in ihren Wortmeldungen. Das heißt, insbesondere konnte man spüren, dass es bei den Vertreterinnen österreichischer Verwertungsgesellschaften aufgrund ihrer relativen Kleinheit zwei offensichtlich Befürchtungen gibt. Es gab die Befürchtung der Austrocknung der kulturellen Vielfalt, die sich dann insbesondere in einer Befürchtung einer Monopolisierung ausgedrückt hätte. Eine Monopolisierung, die man befürchtet, wenn das Wettbewerbsgebot der EU generell, also die Skepsis gegenüber Monopolen, dann quasi über die kritische Masse zu einer eigentlich unerwünschten oder zu vermeidenden Monopolisierung wiederführt, indem schlicht und ergreifend größere Verwertungsgesellschaften die kleineren schlucken, wenn diese nicht mehr durch ihr Territorium, also durch ihre exklusive Zuständigkeit für ihre Nation, für ihr Land, für ihren Staat definiert sind. In dem Punkt gab es eben Abwägungen zwischen diesen Polen auch von erwünschten Effekten dieser Richtlinie wie dem sogenannten One-Stop-Shop-Prinzip, also der erhofften Möglichkeit, Rechteklärungen zumindest europaweit zentral mit wenigen bis nur einem Partner durchführen zu können und den Monopolisierungsbefürchtungen. Es gab dann das Schlagwort, ob denn nicht eine sachimmanente Monopolisierung hier angesagt wäre, um eben genau diese Möglichkeit auch der lokalen Wertschöpfung. Es gab das Beispiel des Wiener Heurigen-Sängers und dem Eintreiben seiner Rechte in den USA, dass das also ein aufwendiges Prinzip wäre, das nur möglich ist, wenn auch eine kleinere österreichische Verwertungsgesellschaft über das Repertoire der Majors verfügt und damit Einnahmen generieren kann, die ihr auf der anderen Seite ermöglichen, relativ aufwendige Rechteklärungen für nicht finanzstarke oder einnahmenträchtige Mitglieder und Mitgliederinnen zu betreiben. Also hier war sicher in diesem ersten Teil der Gegenpol zwischen Territorialprinzip und sachlicher Zuständigkeit europaweit und die damit verbundenen Befürchtungen im Vordergrund. Es wurde dann, wie so oft bei Verwertungsgesellschaften, noch spezialisierter durch Diskussion über die interne Verfasstheit von Verwertungsgesellschaften, insbesondere deren Rechtsformen. Hier wurde
gegen die Intention gesprochen, Verwertungsgesellschaften primär als GmbHs, also in der Form von Kapitalgesellschaften zu führen. Es schien Präferenz, eine leichte Präferenz vor allem von Produzentinnenseite für genossenschaftliche und Vereinsformen zu geben. Und damit verbunden auch Infragestellungen von Mitbestimmungsprinzipien, also eine Diskussion, wie denn eine Verwertungsgesellschaft im Inneren über ihre Verfasstheit, über ihre Ausschüttungsrichtlinien und so weiter bestimmen könne. Hier gab es die Forderung nach dem Prinzip eine Person, eine Stimme. Es gab aber auch Verständnis für gremialere Lösungen oder für delegiertere Lösungen wie im Genossenschaftssystem, wo also doch gewählte Vertreter und Vertreterinnen solche Entscheidungen übernehmen, bis hin zu Befürchtungen auf der Gegenseite, dass dann ja mit 10.000 Mitgliedern darüber abgestimmt werden müsste, wie die Einnahmen verteilt werden, beziehungsweise noch kleinere Fragestellungen immer mit allen Mitgliedern diskutiert werden müsste. Wie gesagt, dieser Block der eher aus den Verwertungsgesellschaften heraus diskutierten Themen wurde dann etwas aufgerührt durch die Meldung eines anwesenden Politikers, der gemeint hat, er käme sich vor, wie wenn über Verkehrspolitik diskutiert werden würde und es wären nur Taxi-Innungen am Tisch. Und er vermisse die Stellung der Konsumentinnen und die Anliegen der Produzentinnen. Nach dieser Intervention wurde etwas mehr über die Möglichkeit und über die Verteilungsgerechtigkeit im System von Verwertungsgesellschaften diskutiert. Es kam der Einwurf oder es kam die wahrscheinlich interessante Innovation, hier werde ich das Namensprinzip durchbrechen, weil es wird wahrscheinlich Teil des folgenden Vortrags sein, auf den uns Herr Höfner neugierig gemacht hat, indem er gesagt hat, man möge doch einmal in Frage stellen, ob das immer die hohen Stückzahlen sind, die zugleich auch zu den höheren Einnahmen führen sollten. Also ob denn nicht hier degressivere Systeme, also kleinere Gewinnanteile von den viel Verkaufenden und höhere Gewinnanteile von den weniger Verkaufenden manchmal nicht dem Aufwand gerechter werden würden. Es gab Nebenschauplätze wie die Meldung, dass Verwertungsgesellschaften erpressbar geworden wären durch den Abzug wesentlicher Repertoireteile durch multinationale Großunternehmen. Es gab Detailprobleme wie die Frage von Archivierung, hier insbesondere aufgeworfen durch Vertreter des freien Radios, aber immer wiederkehrend war die Frage, ob denn die Märkte die erwünschte Vielfalt besser garantieren oder das System einer möglichst kollektiven und in Klammern möchte man sagen auch nationalen kollektiven Rechtewahrnehmung. Es gab Stellungnahmen, die gesagt hat, ja, es gäbe ja die Bereitschaft auch von Konsumentinnen für Content zu bezahlen. Man hätte aber oft das Gefühl, dass man für das Falsche zahlt. Und das war dann auch das Stichwort für die Diskussion, ob denn nicht kollektive Wahrnehmung auch im Interesse von Umverteilung oder primär im Interesse von Umverteilung wahrzunehmen wäre. Und dazu wurde dann also weiter ausgeführt, dass in der Frage, ob denn die Einnahmen immer nur an die gehen sollten, die sie quasi erwirtschaften, oder ob damit nicht auch Solidarprinzipien, Förderungsprinzipien, Kulturförderungsprinzipien, ganz grob gesprochen Umverteilungsinteressen bedient werden sollte. Ein weiterer anwesender Politiker stellte dann seine Unzufriedenheit mit der Debatte zur Schau, indem er sagt, er vermisst die Diskussion des öffentlichen Interesses an der Thematik und er würde dafür plädieren, das nicht aus dem Blickwinkel von Verwertungsgesellschaften und auch nicht nur aus dem Blickwinkel ihrer Mitglieder zu diskutieren, sondern aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit und aus dem Blickwinkel der nachhaltigen Sicherstellung öffentlicher Kulturförderung. Und dazu gab es den Vorschlag, die Einnahmen progressiv, also sich von den höher Einnehmenden einen höheren Anteil für Umverteilungszwecke zu sichern und das bei den Ausgaben degressiv zu machen, also für die quasi weniger erwirtschaften, einen höheren Anteil der Einnahmen vorzusehen. Hier ging es dann in die vom Vorsitz immer geforderte Frage nach der Zukunft und ein Beispiel für die Kompliziertheit der Zukunft gab es dann anhand der Verwertungsgesellschaft für bildende Künstler und Künstlerinnen, als diskutiert wurde, wenn denn heutzutage nahezu jeder und jede Fotografin
und Fotograf wäre, wo finden sich diese Prosumer in einem System von Verwertungsgesellschaften, das zumindest bis jetzt sich stärker am professionellen Künstler, an der professionellen Künstlerin orientiert. Hier hat dann die Zeit nicht mehr gereicht, aber die großen Pole waren eigentlich überraschenderweise, aber wahrscheinlich durch die EU-Richtlinie hervorgerufen, nicht eine Diskrepanz zwischen individueller und kollektiver Wahrnehmung, sondern eher die Diskrepanz oder die vermeintliche Diskrepanz zwischen nationaler Wahrnehmung, europaweiter Wahrnehmung, Wahlfreiheit der einzelnen Mitglieder und der damit wahrscheinlich auch spezifischen Interessenslage österreichischer Verwertungsgesellschaften, Verwertungsgesellschaften in einem kleineren Land und in einem kleineren Markt. Soweit. Danke. Danke, Martin Fritz. So, wir haben jetzt ungefähr 30 bis 40 Minuten Zeit für eine kurze Diskussion. Ich würde Folgendes bitten. Erstens, dass man sich nicht zu jenen Themenbereichen zu Wort meldet, wo man schon im Forum diskutiert hat, sondern eher zu jenen Themen redet, wo man vielleicht nicht in der Arbeitsgruppe war. Zweitens, bitte ganz, ganz kurz, sonst ist es einfach nicht möglich, das jetzt abzuwickeln. In diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir ein, vielleicht den Aspekt auf jene Dinge legen, die hier nicht vorgekommen sind, im Sinne dessen das Augenmerk auf etwas legen, was vielleicht in den Foren übersehen wurde. So, hier, erste Wortmeldung, es gibt Saalmikros, bitte. Ja? Das heißt, Sie brauchen nicht rauskommen, wir kommen zu Ihnen. Ich wollte nur kurz festhalten, dass ich ein bisschen Probleme hatte bei der Rapporteurin des Forums zur freien Werknutzung, ob ich überhaupt im selben Forum gesessen bin. Ich glaube schon. Ich muss aber festhalten, dass es hier um eine groteske Missrepräsentation geht, die nicht zuletzt auch von enormer Inkompetenz getragen ist. Es nur um auf zwei Beispiele kurz anzusprechen, mich kurz zu halten. Das eine, es wurde betont, es wurden nur wenige Beispiele angeführt. Es ging hier um Beispiele freier Werknutzung, sowohl im Konsumentenbereich als auch im kulturellen Bereich der kulturellen Praxis. Dazu gibt es tausende Beispiele. Die Rapporteurin sollte sich vielleicht darüber informieren. Wir konnten nur exemplarisch eine wenige rausgreifen, dass hier gesagt wurde, es gab nur wenige Beispiele, ist absurd. Das Zweite, was an Missrepräsentation mir ins Auge gefallen ist, dass hier eine künstliche Dichotomie zwischen Juristen und Philosophen, das ist eine Diffamierungsstrategie, die schon in dem Forum aufgetaucht ist. Niemand hat sich hier als Philosoph dargestellt. Es geht darum, dass die Frage ist, ob solche wichtigen öffentlichen Themen ausschließlich der Bereich von Spezialisten sein soll. Ob das jetzt Techniker oder Juristen sind, ist völlig uninteressant. Es geht hier um öffentliche, sehr praktische Interessen, die auf einer Ebene diskutiert werden sollten, die nicht nur Spezialisten zugänglich ist. Danke. Danke. Eine Zusammenfassung ist natürlich immer subjektiv und es gibt wahrscheinlich nicht einen Blickwinkel, wenn man zuhört, sondern verschiedenste und das war halt ein Blickwinkel und ich bin überzeugt, das war im besten Wissen und Gewissen und ohne einer spezifischen Absicht. Aber ich nehme an, Frau Kemberger, wenn Sie wollen, können Sie sich auch zu Wort melden, falls das Bedürfnis besteht, zu reagieren. Bitte schön. Danke. Nikolaus Hamann, Arbeitskreis kritischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Für mich ist es wichtig und ich begrüße das auch sehr und hoffe, dass es auch in den anderen Foren so war, dass es keine Aversionen gegeben hat gegen Kreative, gegen Künstlerinnen und Künstler. Ich bin wirklich fest der Überzeugung, dass in der ersten Position an Wichtigkeit stehen muss, dass Künstlerinnen und Künstler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ordentlich angemessen entlohnt werden, dass sie eine ordentliche und angemessene Abgeltung ihrer Leistungen bekommen. Keine einzige der bisherigen urheberrechtlichen Regelungen, die ich kenne, hat das bisher geschafft, bis auf einige Stars und Ausnahmen abgesehen. Aber die große Masse der Kreativen lebt, wie der Sozialbericht auch zeigt, sehr, sehr prekär. Wie diese Abgeltung ausschauen kann, das muss diskutiert werden. Da gibt es verschiedene Modelle. Da wird auch noch im Arbeitskreis Pauschalabgeltung zu sprechen sein. Aber eins scheint mir wichtig zu sein. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Man kann nicht in einer solchen marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft jetzt plötzlich bei einer relativ schwachen Gruppe
von Menschen anfangen, die Marktprinzipien zu überwinden und zu sagen, die sollen schauen, wie sie zurechtkommen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wäre, auch Fragen des Urheberrechts und der Abgeltung von kreativen Menschen in Verbindung zu bringen mit der Frage eines bedingungslosen Grundeinkommens, denn damit würde schon sehr viel Druck aus dieser ganzen Situation herausgenommen werden und man könnte dann in manchen Beziehungen sehr viel leichter über urheberrechtliche Abgeltungen sprechen. Danke. Dankeschön. Es gibt die Möglichkeit, die nächste Wortmeldung schnell zu bekommen, wenn ich niemand übersehen habe. Bitte schön. Danke sehr, Michel Walter. Ich war zwar im ersten Arbeitskreis freie Werknutzungen, darf mir aber erlauben, trotzdem zwei Sätze dazu zu verlieren. Ich glaube, wir haben schon diskutiert die Situation, die durch die neuen technischen Möglichkeiten gegeben ist. Und ich würde das so zusammenfassen, dass die freien Werknutzungen in der Tat zu adaptieren sind, möglicherweise zu ergänzen sind, dass aber immer im Auge zu behalten ist die ausgleichende Funktion von freien Werknutzungen und es darf eben nicht darauf hinauslaufen, wie, um das Namens-Nichtnennungsprinzip zu durchbrechen, Dr. Medvinic so schön gesagt hat, dass vom Käse vor lauter Löchern nichts überbleibt. Also das ist einfach die urheberrechtliche Interessensabwägung, die hier vorzunehmen ist und da darf man, wie immer, das Kind nicht mit dem Bart ausgießen. Beispiel Bibliotheken, natürlich gibt es neue Herausforderungen, bin ich völlig Ihrer Meinung, neue Herausforderungen, aber es kann auch sicher nicht so sein, um es an einem extremen Beispiel darzustellen, dass heute ein Buch erscheint, morgen in der Bibliothek ist und sofort am übernächsten Tag online der Welt zur Verfügung gestellt wird, ohne entsprechende Abgeltung. Aber es gibt sicherlich Adaptierungsbedarf. Thema 2, wer hat was vom Content? Naja, Thema Festplattenabgabe, die Industrie. Und daran sollte man durch Einführung zumindest der Festplattenabgabe, die sicherlich noch nicht die Lösung aller Probleme für morgen ist, aber wenigstens ein Teil der Probleme von heute lösen könnte, einzuführen. Verwertungsgesellschaften, aber nicht nur in dem Zusammenhang, ganz allgemein, nach meiner bescheidenen Meinung werden viele Probleme, die es in der Tat gibt durch die neue technische Entwicklung, auch maßlos übertrieben. Und da sollte man vorsichtig sein und viele Probleme auch im Zusammenhang mit Verwertungsgesellschaften sind hausgemacht, EU-hausgemacht. Es gab ein wunderbares internationales Abkommen, die das Online-Licensing grenzüberschreitend ermöglicht hat. Das hat die EU-Kommission zu Fall gebracht und jetzt sind wir in der misslichen Situation, die zuletzt treffend geschildert wurde. Danke. Dankeschön. Wer will als nächstes? Ja, bitte. Ja, mein Name ist Gerald Beck, ich bin Softwareentwickler und Unternehmer. Was mir ein bisschen fehlt an der Debatte, ich war in dem Arbeitskreis, der sich vordringlich mit der Festplattenabgabe beschäftigt hat. Darüber kann man lang diskutieren, aber es ist meiner Meinung nach nicht das dringendste Problem, sondern beim Urheberrecht, dass wir immer sehr Künstler und kunstzentriert diskutieren, gibt es andere Aspekte, die meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig sind. Jetzt wird in Deutschland zum Beispiel das Leistungsschutzrecht beschlossen, die Erfahrung zeigt, dass das dann bei uns auch mal diskutiert werden wird und kommen wird. Und das wird ganz massiv kleine Softwareentwickler, die Content, diese sogenannten Abrisse verwenden, die wird das ganz massiv treffen. Google wird das nicht besonders treffen. Das sollte man mal diskutieren. Das zweite ist Softwarepatente. Wenn ich heute eine Software entwickle, dann verstoße ich garantiert gegen zig Trivialpatente wie Buttons, die sich Amazon schützen hat lassen und vieles andere mehr. Das heißt, ich kann gar nicht mehr Software entwickeln, ohne Rechteübertretungen zu begehen, die eigentlich keine Rechte sein sollten. Danke. Dankeschön. Da ist eine Wortmeldung, bitte. Ich habe vorher den Herrn Wischenbart. Dort bitte, Rüdiger Wischenbart. Nur ein ganz kurzer Nachsatz, weil das Stichwort Leistungsschutz Debatte in Deutschland gefallen ist. Ich glaube, im Prozess der Gesetzgebung sollten wir von der sehr unglücklichen Leistungsschutzdebatte in Deutschland zumindest eines lernen. Das Schlimmste, was passieren kann in einer Materie wie Urheberrecht, ist, dass am Ende dann eine halbe Geschichte, die allen ein bisschen Recht tut oder doch nicht herauskommt
Und die Rechtsunsicherheit durch unscharfe Definitionen immens vergrößert. Das ist eine Gefahr, die ich ganz real, ohne jetzt pessimistisch zu sein, für jede Gesetzgebung im Urheberrecht mir erwarte. Und das wäre einfach ein direkter Appell an Sie, da vorsichtig zu sein, weil das würde alles sehr, sehr verschlimmern und nachhaltig die Produktion schädigen. Danke. Ich glaube, hinten war eine Wortmeldung. Ja. Gerhard Röhs, ich war im Arbeitskreis, wovon sollen Künstler leben, Künstlerinnen leben. Vielen Dank, Rüdiger Wischenbart. Ich habe das alles wiedergegeben gefunden, was wir diskutiert haben. Und ich wollte darauf hinweisen, dass es natürlich dieses Umverteilungsmodell schon gibt bereits. Seit der Leerkassettenvergütung 1980 gibt es ja die Pauschalabgabe der Kassettenvergütung. Und wir haben 50% soziale und kulturelle Bindung dieser Einnahmen. Die Festplattenabgabe sieht genau dasselbe vor, wäre genau dasselbe Modell. Wir haben ähnliche sozialen und kulturelle Bindungen in anderen pauschalen Abgaben. Das heißt also, wenn wir hier umverteilen wollen, nämlich auch vor allem zu Lasten derer, die die meisten Frequenzen haben, dann sind das eigentlich so gesehen ideale Modelle. Also was hindert uns noch, das sofort umzusetzen, nicht? Wenn wir schon das als Ziel haben. Ich wollte nur sagen, mit der Software und mit dem Urheberrecht ist es ein bisschen problematischer. Deshalb, weil Teile der Softwareregelungen gehen ja ins Patentrecht und haben mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Da werden Patente geschützt, natürlich werden da Patente geschützt. Und zum Teil ist es auch so, im Softwarebereich haben wir eigentlich in Österreich kaum einen Spielraum, bis gar keinen. Das ist EU-Recht. Das ist EU-rechtlich geregelt und wenn sich die Softwareentwickler halt insgesamt dazu entschieden haben, das Verbotsrecht vorzuziehen, also das heißt, ohne irgendwelche Rechtseinräumungen sonstiger Art zuzulassen, wie freie Werknutzungen, wie wir sie sonst im Urheberrecht haben, naja, dann ist das halt die Entscheidung in diesem Bereich gewesen, nicht? Aber das müsste man halt EU-rechtlich neu aufrollen, dass eben ihr das Verbotsrecht gilt und nicht unbedingt solche freien Wertnutzungsmöglichkeiten eingeräumt werden, wie wir sie im Urheberrecht klassischerweise seit 1980 haben. Dankeschön. Marco Schreuder, bitte. Dankeschön, Marco Schreuder, Bundesrat der Grünen. Ich habe die Arbeitsgruppe zum Festplattenabgabe in Wahrheit moderiert. Ich habe allerdings eben eine Frage an die Leute, die bei der freien Werknutzung waren. Und jetzt setze ich ein anderes Kapperl auf. Ich war ja auch mal am Max-Reinhardt-Seminar und habe dort die Aufnahmeprüfung gemacht und musste ein Regiekonzept von Bert Brechts Drei-Groschen-Oper machen. Ich habe dann ein Konzept gemacht und ich wurde auch aufgenommen, also die fanden das ganz toll. Allerdings haben die mir auch gleich gesagt, ich dürfte es nie so aufführen, weil die Erben von Brecht das niemals erlauben würden, weil dort kein Buchstabe und kein Beistrich verändert werden darf. Und im Theaterwelt heißt es auch immer, die Erben Brechts tun das, was Brecht nicht tun würde, sozusagen. Nämlich es fit für die Zukunft zu machen oder es zu modernisieren, zu erlauben. Jetzt ist meine Frage eben an diese Leute, war bei der freien Werknutzung auch das Thema, wie lange ein Urheberrecht gelten soll, also nach dem Tod beispielsweise oder auch nicht nach dem Tod oder mit dem Tod, war das ein Thema, weil das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute beschäftigt und wahrscheinlich auch ein ganz wesentlicher Teil dieser Diskussion ist. Danke. Will jemand aus dieser Arbeitsgruppe diese Frage beantworten? Sonst würde ich sie an den Rainer Wischenbart. Machen wir das mit Mikro, bitte. Dann hören Sie alle. Wenn ein Werk frei zur Nutzung ist, ist es frei. Es ist völlig egal, wie lang der Tod ist. Das Werk ist frei zur Nutzung, deswegen ist es freie Werknutzung. Also ob Brecht lang tot ist oder nicht, ist völlig egal. Wenn das Werk nicht frei zu nutzen ist, dann ist es... Ja. So, bitteschön. Entschuldigen Sie, dass ich mich nochmal so Wort melde auf die konkrete Frage. Die Frage ist bewusst nicht diskutiert worden, weil es zu weit geführt hätte. Aber natürlich, wenn ich mit zwei Sätzen darauf antworten darf, natürlich kann man über die Dauer von Schutzfristen immer diskutieren. 70 Jahre ist in der Tat ziemlich lang. Aber das ist... Also dazu gibt es sehr viel zu sagen. Wie dem auch sei, mit großem Erfolg auf Österreich bezogen wird man es wegen der Vorgaben, der EU-rechtlichen Vorgaben
mittelfristig nicht diskutieren können, beziehungsweise eine diesbezüglich diskutierte Fragestellung wird zu keinem Ergebnis führen, weil eben die 70 Jahre vorgegeben sind auf EU-Ebene. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen bitte? Ja, so, da hinten. Vielleicht noch kurz darauf anzuschließen. Ich frage mich, wie lange muss der Verlag tot sein oder in Konkurs sein, damit ich meine Werke, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, kostenfrei auch selbst publiziert auf der Homepage veröffentlichen darf. Denn da endet die freie Werknutzung bereits in dem Moment. Vielleicht, wenn ich Sturm bin, dass wer anderer dann verwenden kann. Ich selber kann meine Werke nicht verwenden, wenn ich sie kostenfrei einem Verlag gebe, außer er reicht mir das ein. Also, das ist die Absurdität, sage ich, mit dem Sterberecht. Danke. Ja, Markus? Ja, hallo, Markus Stoff, mein Name. Und zwar, ich war nicht in dem Bereich, wo es darum ging, wer vom Content profitiert. Also weiß ich nicht, was konkreter besprochen wurde und was nicht. Ich kann auch nicht sagen, wer vom Content profitiert. Ich kann aber sagen, wer vom Content nicht profitiert, wenn das Urheberrecht zu strikt formuliert wird und ausgelegt wird, und das ist die Allgemeinheit. Und wenn diese Entwicklung sich so geben sollte, dann haben wir, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dankeschön. Michel? Ja, Michel Reimann, ich möchte an das nur anschließen. Einer meiner Lerneffekte von heute, oder was es verstärkt hat, ist, ich glaube, diese Enquete ist in dem Bestreben eingeladen worden oder geplant worden, das sehr fair alle beteiligten Seiten abzudecken. Das habe ich im Vorfeld mitbekommen, und ich merke trotzdem in diesem Dreieck zwischen Kreativen, Industrie und Publikum ein totales Ungleichgewicht. Wer ist schon da und empfindet sich als Publikum und spricht fürs Publikum und für die Rechte, die dem vielleicht zusätzlich eingeräumt werden sollen bei neuer Technologie. Und das ist die Aufgabe repräsentativer Demokratie, solche Gruppen zu vertreten, die das selbst schwerer können. Ich glaube, ein Publikumsrat wie beim ORF fürs Urheberrecht wäre nicht unser Sinn. Das ist die Aufgabe grüner Politik, nämlich mit, sich auch massiv fürs Publikum einzusetzen bei jeder Urheberrechtsreform. Danke. Bitte schön. Ja, Herbert Gnau, mein Name. Ich würde nur gerne die Debatte um eine Facette noch erweitern, und das sind die zukunftsgerichteten Blickwinkel. Wir besprechen da jetzt die ganze Zeit und eigentlich generell diese ganze Urheberrechts-, Internet-, Kunstrecht-, Kunst-Hat-Recht- und so weiter Debatte beschränkt sich eigentlich auf Dinge, die es bereits gibt. Und dabei wird außer Acht gelassen, dass wir uns eigentlich in der Steinzeit befinden, dass wir uns in einer am Anfang einer sehr dynamischen Entwicklung befinden. Und das Ganze erst so richtig lustig werden wird, wenn zum Beispiel mal die 3D-Printer Marktreife erlangen und ein Teil der Produktion in die Haushalte ausgelagert wird. Weil was das dann für Urheberrechte und auch Patentrechte und alles, was daran hängt, bedeutet, das ist ganz, ganz schwer auszumalen. Aber genau darüber sollten wir uns Gedanken machen. Das ist, glaube ich, zielführender, als sich jetzt, sagen wir mal, temporär Lösungen auszudenken, wie es die Festplattenabgabe ist, die vielleicht jetzt eine Notlage vorübergehend beseitigen könnte oder auch nicht, weiß man nicht genau, es heißt diskutiert. Aber so diese Zukunftsperspektiven kommen mir hier viel zu kurz, und nicht nur hier, in der gesamten Diskussion. Danke. Dankeschön, da war gleich daneben eine Wortmeldung. Ja, genau, bitte. Danke, Medvenic, Sprecher für die Musikwirtschaft. Ich bin auch heftig kritisiert worden in dem Arbeitskreis, wo ich drinnen war, nämlich dafür, dass ich von dort komme. Ich möchte nur eines sagen, und das hat mich die Bemerkung des Kollegen von den Bibliotheken hellhörig gemacht, dass es ja da auch die Mindestsicherung gibt. Ich glaube, das Urheberrecht sollte nicht dorthin gerückt werden, dass es ein Abtauschobjekt ist für eine Mindestsicherung. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, das Urheberrecht ist das Schutzrecht für eine Minderheit, weil es wird immer ein weniger an Kreativen und an Kunstschaffenden geben gegenüber einer großen Mehrheit an Konsumentinnen und Konsumenten. Und weil das hier immer wieder so betont wird, diese Allgemeinheit ist hier nicht vertreten. Sie werden immer die Minderheit der Kunstschaffenden majorisieren können gegen die Konsumentenschaft. Aber ich glaube nicht, dass das die Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik ist. Dankeschön. Ja, bitte.
Ja, ich war im Forum zu den freien Werknutzungen und was man da so schon gesehen hat, und das möchte ich jetzt dann doch ergänzen, was der Herr Medvedic da angesprochen hat, ist, dass das Urheberrecht, und da gebe ich ihm völlig recht, gestaltet wurde, wie es eingeführt worden ist, als Recht für eine kleine Minderheit, ja, die auch dann mehr oder weniger Expertise in diesem Feld aufgebaut haben, und das, was aber gerade an den freien Werknutzungen bzw. an deren Unzulänglichkeit so sichtbar geworden ist inzwischen in den letzten 20 Jahren, ist, dass einfach inzwischen die große Mehrheit der Bevölkerung vom Urheberrecht mehr oder weniger betroffen ist, weil sie Urheberinnen und Urheber auch sind in einer Art und Weise, wie das Urheberrecht sie erfasst, oder weil sie mit Werken, die vom Urheberrecht erfasst sind, in einer Art und Weise in ihrem Alltag interagieren, die auch wiederum unter das Urheberrecht fällt. Und das ist das Problem, dass deshalb das Urheberrecht auf einmal von einer Expertenmaterie im Alltag der Menschen angekommen ist. Und das heißt, ich würde sagen, einer der Hauptdiskussionspunkte in unserem Panel war deshalb schon auch der Versuch, eigentlich über möglichst geringe Eingriffe in dieses Urheberrecht, also kleinere Änderungen, dafür zu sorgen, dass für die große Mehrheit der Bevölkerung, die sich nicht mehr überlegen müssen, wenn sie ein Handyvideo online stellen oder wenn sie sonst irgendwie im Internet sich bewegen, verletze ich damit das Urheberrecht. Ohne jetzt gerade nicht die Verwertungsfrage oder die Frage von irgendwelchen illegalen Downloads zu diskutieren, dass auch in diesem Bereich wirklich sozusagen Alltagshandeln wieder zu aus dem Urheberrecht rauszuholen, das ist eigentlich das, wo schon Handlungsbedarf besteht, aber auch Handlungsmöglichkeiten bestehen. Das wollte ich nur noch ergänzen. Dankeschön. So, super, da gibt es gleich die nächste Wortmeldung. Bitte. Ich möchte gerne noch was sagen zu diesem Arbeitskreis, wer profitiert, in dem ich war, weil jetzt auch hier so die Illusion entsteht immer oder immer geschürt wird, dass kapitalistische Marktmechanismen sozusagen erstens gerecht und zweitens demokratisch werden. Ich glaube, beides ist falsch. Und auch diejenigen, die sozusagen das, die Verwertungsmodelle des 20. Jahrhunderts versuchen, im 21. durchzusetzen, dort, wo das stärker getan wird als in Österreich, zum Beispiel in Deutschland, sind es nicht Künstler und schon gar nicht arme Künstler und Künstlerinnen, die davon profitieren, sondern das, was entsteht, ist eine Schicht von neuen Anwälten und Inkassofirmen, die mit Abmahnungen irrsinnig viel Geld verdienen, im besten Fall verdienen noch große Produzenten. Aber also ich glaube auch ganz praktisch ist die Illusion, die uns von den Musikproduzenten hier irgendwie suggeriert wird, eine verschärfte Durchsetzung des Urheberrechts würde den Künstlern etwas bringen, ist an sich schon ein faktisch falsches Argument, das stimmt einfach gar nicht. Es bringt Anwälten, Inkassofirmen und ein paar großen Multis was. Danke. Bitte. Roland Spitzlinger. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieser Interessenskonflikt zwischen den Urheberinnen auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen, also die Urheber wollen natürlich sich alle Rechte vorbehalten und so weiter, und desto mehr bei mir bleibt, desto besser ist es, weil dann kann ich ja nachher das noch ausverhandeln. Und von der Gesellschaft ist ja das Interesse da, dass natürlich so viel wie möglich von allen verwendet werden kann, geremixed werden kann, wie auch immer. Und dass man, wenn man ein Gesetz macht oder eine neue Regelung macht, dass es dann so ist, dass die Künstler und Künstlerinnen, die der Gesellschaft sehr viel erlauben, mit den eigenen Werken zu machen, also das zu remixen, dass die dann auch von der Gesellschaft mehr zurückbekommen sollten. Also ob das jetzt eben ein Anteil ist von einer Abgabe oder wie auch immer, auf jeden Fall sollte man das irgendwie mitbedenken, dass es nicht jeder Künstler ist gleich. Also wenn ich jetzt mein Werk freigebe, dann gebe ich der Gesellschaft was und dafür kann ich eigentlich was erwarten. Wenn ich eh ohnehin alle Rechte mir behalte, gut, dann kann man diskutieren, wie viel ich jetzt dann quasi von der Gesellschaft bekomme. Weil die Gesellschaft sichert mir ja auch das Recht. Wenn die Gesellschaft nicht da ist, dann habe ich gar nichts. Dankeschön. Da ist die nächste Wortmeldung. Da, zweite Reihe. Ja, Peter Purgathofer, TU Wien. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir über vollkommen falsche Dinge diskutieren. Ich kann zahlreiche Studien vorlegen, die zeigen, dass das Herunterladen von Kultur aus dem Internet kein Problem ist. Es ist fördernd für den Besuch des Films zum Beispiel. Also wir können sehen, dass die meist heruntergeladenen Filme die meist angeschauten Filme waren. Wir können zeigen, dass... Ja, aber die Frage nach der Ursache und Wirkung, die wird oft verwechselt oder zumindest unterstellt, wo sie vielleicht gar nicht da ist, nicht? Wir können sehen, dass in Japan, Moment, ich rede mal kurz aus. Wir können sehen, dass in Japan, wo eine
dramatische Verschärfung des Urheberrechts beschlossen wurde, der Verkauf von Kultur zurückgegangen ist. Wir können sehen, dass Menschen, die viel herunterladen, auch viel Geld für Musik ausgeben, beispielsweise. Alles das lässt sich in zahlreichen Studien belegen. Und diese Unterstellung, dass irgendeines Herunterladen, irgendeines Inhalts, nur weil der vom Künstler nicht autorisiert wurde, prinzipiell ein verlorenes Geld ist und prinzipiell ein Schaden für den Künstler, das lässt sich in diesen Studien nicht nachvollziehen. Und nein, der Umkehrschluss auch nicht. Aber ich wehre mich jetzt einmal dagegen, dass immer dieses, alle, die herunterladen, zerstören unsere ganze Kultur und machen alles kaputt und niemand wird mehr Künstler sein, nur weil frei Werk genutzt wird und heruntergeladen. Das stimmt einfach nicht. Dieser, und ja, ganz prinzipiell. Und dann möchte ich noch sagen, ich bin auch für die Festplattenabgabe, wenn dafür eine Amnestie, genauso wie bei der Leerkassettenabgabe, für alle die, die die Festplatten dann für die heruntergeladenen Inhalte nutzen, wenn das da dabei ist, dann zahle ich eine Festplattenabgabe auch. Dankeschön. So, das hat jetzt die Diskussion angeheizt. Was gut ist, sage ich gleich dazu, nicht falsch verstehen. Machen wir, Gerd Ruiz, wenn Sie einverstanden sind, zuerst die Erstmeldung vor der Zweitmeldung, bitte. Vielen Dank. Ich würde gern anschließend auf Ihre Wortmeldung Sie fragen. Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Herr Burgerthofer, könnten Sie uns bitte einen Markt nennen, ja, wo sich die Anzahl der Nutzer von einigen wenigen auf viele, auf etliche Millionen in die Höhe geschraubt hat und wo gleichzeitig der legale Markt seit, glaube ich, 10 Jahren kontinuierlich schrumpft? Würde ich gern wissen. So, der nächste ist bitte der Gerd Ruiz. Okay, ich würde vorschlagen, halten wir die Reihenfolge ein, wir wollen alles am Mikro haben und vor allem im Live. Also mit den Studien ist das so eine Sache, es gibt ganz, ganz viele Studien derzeit und es gibt den Kampf der Studien, den kenne ich. Und im Kampf der Studien muss man sich immer fragen, von wo kommen die her, welche Ziele haben diese Studien und dann weiß man halt sozusagen, was diese Studien auch ausdrücken sollen. Es ist ja in Ordnung, es darf ja jeder Studien beauftragen, aber nur jetzt blind den Studien zu folgen, zu sagen, da ist gar nichts passiert. Fragen Sie doch einmal die Künstler und Künstlerinnen, was passiert ist. Und wenn Sie die österreichischen Künstler und Künstlerinnen fragen, was passiert ist in den letzten 10 Jahren, da werden Sie statistisch ganz, ganz andere Ergebnisse haben, nämlich was Ihre Einkommen betrifft, was Ihre CD-Verkäufe betrifft, was Ihre Frequenzen betrifft, wo Sie gespielt werden, wie Sie gesendet werden, was den Besuch der österreichischen Filme, in österreichischen Kinos betrifft und so weiter und so fort. Wir haben diesen Einbruch von vornherein bei den E-Books im E-Book-Markt, den haben wir von vornherein. Also das sind auch Zahlen, die kann man sozusagen dazu heranziehen. Ich wollte auf etwas anderes noch aufmerksam machen. Wir debattieren ja sehr nobel inzwischen. Ich bin ja froh darüber, dass wir so nobel debattieren, weil vor einem Jahr die Diskussion noch so ausgesehen, dass jeder einfach, der Lust hatte oder wollte oder sich befugt gefühlt hat, Zugriff auf mein Werk haben wollte, und zwar nicht in der Vervielfältigung und Verbreitung, das ist so eine eigene Geschichte, sondern auf meinen Werkinhalt. Und spätestens da habe ich große Probleme gekriegt. Es darf und soll jeder seine Werke oder ihre Werke verfassen, nona, das ist ein Grundrecht des Menschen, aber auch meines. Und ich darf darüber verfügen, über die Werkintegrität, was ich mit meinem Werk zulasse oder nicht. Und wenn das geklärt ist, dass ich dieses Verfügungsrecht habe, dass nicht jeder auf mein Werk jeden beliebigen Zugriff haben kann, dann können wir weiter diskutieren. Aber wir vermischen hier auch zwei Rechte des Publikums, die beansprucht worden sind in den letzten Jahren. Das eine ist ein eigenständiges Publikumsrecht der Vervielfältigung und Verbreitung und das zweite ist ein Bearbeitungsrecht. Und beim Bearbeitungsrecht geht es um ganz, ganz andere Dinge, also ich sage nur die Stichwörter Mashup und Remix, geht es um ganz andere Dinge als bei der Vervielfältigung und Verbreitung. Und das sollten wir grundsätzlich auseinanderhalten und dann können wir beim einen über Vergütungsmodelle reden und beim anderen über Rechtseinräumungen. Gut, das kann die Debatte ordnen. Bitte, Rüdiger Wischenbart. Entschuldigung, wenn ich noch einmal das Wort ergreife, aber das Stichwort oder diese hitzige Polemik mit der Piraterie fordert mich da heraus. Die Frage war, gibt es irgendeine Studie, wo das irgendwo und so weiter? Ja. Ein Beispiel wäre der amerikanische Verlag O'Reilly, einer der weltweit führenden Computerbuchverlage. Also bei Computerbüchern spielen Hacker, Piraten und so weiter eine Rolle. Die haben ihre eigenen Bücher in den letzten Jahren ziemlich systematisch verfolgt und haben geschaut,
wenn die herauskommen, wie lange dauert es, dass die auf den richtigen Börsen illegal sind, wie entwickelt sich der Verkauf und so weiter. Haben sehr deutlich festgestellt, dass in bestimmten Umständen, wenn man das ordentlich betreibt seitens des Verlages, der Werbeeffekt ganz real ist und nicht den Verkauf kannibalisiert. Erstens. Zweitens, ich sage nicht, dass dieses eine Beispiel die eine goldene Regel ist, aber drittens, ich sage, diese Schwarz-Weiß-Hau-mich-tot-Debatte über die Piraterie bringt überhaupt nichts und ist untauglich, wenn man irgendwelche Regularien machen will. Weil viertens, die unterschiedlichen Fälle wirklich unterschiedlich verfasst sind. Beispiel E-Book wäre wunderbar darzustellen, dass die Schlag-mich-tot-Variante so einfach nicht nachvollziehbar ist, dass die E-Books von der Piraterie sofort, bevor sie geboren worden sind, schon gekillt wurden. Das ist einfach nicht so. Und das ist mir deswegen so wichtig im Bereich der Urheberrechtsdebatte, weil man sich aufs Detail in solchen strittigen Sachen einlassen muss, wenn man vernünftige Regelungen am Ende des Tages herauskriegen will. Danke. Danke. So, wir sind jetzt zeitlich schon relativ fortgeschritten. Ich habe noch drei Wortmeldungen. Burkhardthofer weiß ich nicht, nein. Dann Beck-Domandl, da war jetzt von Michi noch eine Wortmeldung. Wenn es noch welche gibt, dann nehme ich sie gerne entgegen, sonst würde ich jetzt schließen, damit wir einfach unser Programm einhalten, zum nächsten Vortrag pünktlich kommen. Ist das für Sie in Ordnung? Dann nehme ich Sie noch drauf, ja? Okay, dann schließe ich hier die Liste und wir machen die restlichen drei Redner. Bitte. Ja, ich finde es interessant, dass Studien herumgeworfen werden, angezweifelt werden. Ich versuche schon seit Monaten die Studien, die Kunst hat Recht immer veröffentlicht, auch mal nachzulesen. Ist mir bis jetzt nicht gelungen und ich glaube, es wird mir auch nicht gelingen. Ich habe selbst eine kleine Studie angestellt bezüglich dessen, wie da Nebelgranaten immer geworfen werden. Wenn man auf Pirate Bay jetzt einmal nach österreichischen Künstlern sucht, nämlich jenen, die schreien, sie verlieren so viel Geld durchs Internet, dann findet man die dort einfach nicht. Ja? Das heißt, dort wären überhaupt keine Rechte verletzt, dieser Künstler. Das heißt, da frage ich mich, wo ist jetzt das Problem? Das Problem haben Madonna, Metallica und so weiter. Okay, darüber kann man diskutieren, aber österreichische Künstler betrifft das kaum. Dankeschön. Domandl, bitte. Dort. Georg Domandl, zum Thema, wer ist Künstler und wer nicht, ich glaube, von eurer Seite war das angesprochen. Es ist, glaube ich, eigentlich relativ einfach, in diese Verwertungskette mit eingeschlossen zu werden, indem man sich bei einer Verwertungsgesellschaft anmeldet. Das ist eigentlich relativ barrierefrei. Ist so. Oh ja. So, da war noch eine Wortmeldung, die war noch. Es ist zuerst eingemahnt worden, dass die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, der Öffentlichkeit zu wenig Stellenwert in der Diskussion hätten. Als Bibliothekar führe ich schon ins Treffen, dass alle die, die Bibliotheken benutzen, auch als Öffentlichkeit und als Nutzerinnen zu bewerten sind. Österreich ist zwar kein Land von besonders hoher Bibliothekennutzung, aber immerhin eine gewisse Anzahl ist es doch. Zweitens, ich betone noch einmal den Primat der angemessenen Abgeltung, ich würde fast sogar sagen, der über das Angemessene hinausgehenden Abgeltung der Leistungen von kreativen Menschen. Und drittens, ich habe zwei Lieblingsgedichte. Das eine, Herr Ruiz, ist von Ihnen, es heißt Revolution und geht so, hast den frechen Unterton in mein Jawohl gehört. Von Ihnen könnte ich sicher leicht die Rechte bekommen, wenn ich dieses Gedicht auf meine nicht existente Homepage stellen würde. Das zweite Lieblingsgedicht heißt Lampenputzer und ist von Erich Mühsam. Und da tue ich mich schon schwerer, die Rechte zu bekommen. Erich Mühsam ist, glaube ich, so ziemlich genau 70 Jahre tot, den Nazi sei Dank. Und da müsste ich jetzt Rechtsnachfolger ausfindig machen, würde ich mir wahrscheinlich ersparen, weil die sogenannten Transaktionskosten, das heißt die Kosten, die dadurch entstehen, dass ich mir die Rechte besorge, einfach zu hoch sind. Und es ist die Frage, ob es nicht wertvoller ist, dass dieses ganz wichtige Gedicht von Erich Mühsam möglichst weiterverbreitet wird oder ob wichtiger ist, dass dafür jetzt dann eventuell noch irgendwelche Tantiemen an die Erben von Erich Mühsam ausgezahlt werden.
So, danke. An dem Punkt habe ich eigentlich die Liste beendet, aber weil die Disziplin extrem gut heute war. Hast du Michi vergessen? Den Michi noch. Nein, weil wir so flott waren, nehmen wir noch, ich glaube, Hannes Eder hat sich gemeldet, habe ich das richtig gesehen? Ja, da habe ich schon gesehen. Hannes Eder haben sich auch gemeldet. Gut, dann machen wir den Michi und da noch eine und hinten war, glaube ich, auch noch eine, okay? Sie bitte. Hallo, Michael Bauer. Ich mag gerade, wenn über Studien geredet wird und über Leute, die viel downloaden, schauen viel Filme im Kino, gerne darauf hinweisen, dass eine Korrelation kein Kausalzusammenhang ist. Genauso ist das mit dem Internet in Österreich und dem Niedergang der Musikindustrie, das zufällig zur gleichen Zeit stattgefunden hat und wo eigentlich bekannt ist, dass zur gleichen Zeit ein großer österreichischer Radiosender, der größte österreichische Radiosender, aufgehört hat, österreichische Musik zu spielen. Und da, glaube ich, haben wir sehr viel am Kreativmarkt ein Problem von Kulturpolitik. Und das sind Dinge, die in Kulturpolitik gelöst werden müssen, die aber nicht zwingend mit neuen Medien und nicht zwingend mit dem Urheberrecht gelöst werden können. So, Dankeschön. So, genau, Sie bitte noch. Mein Name ist Peter Legert, ich betreibe eine Band, die heißt Count Basic, und der kurze Replik zu Ihnen: Meine Musik ist auf allen relevanten Plattformen zu finden. Ja? Also wenn du einen österreichischen Künstler suchst, der international zumindest in den 90ern weltweit vertreten war, also ich bin einer davon. Ja? Meine Musik findest du überall, findest auch auf YouTube hochgeladen, und da muss man schon sagen, so stimmt das auch wieder nicht. Dankeschön. So, eine Wortmeldung war hinten noch, bitte. Ja, vielleicht die folgende Bemerkung ist, also was mir auffällt als sozusagen so dreiviertel informierter Ex-Jurist, ist, dass das alte Urheberrecht auch, und ich bin selbst Vermittler, also Kurator, davon ausgeht, dass man alles vorher wissen muss. Also sozusagen, welche Nutzung, was ist der Plan, was beabsichtigst du damit zu tun, wirst du damit Geld verdienen, wirst du damit kein Geld verdienen, und dass es eigentlich für die heutigen Produktionsformen viel naheliegender wäre, viel öfter zurückzuschauen. Weil sich doch in der heutigen Realität viel leichter im Nachhinein feststellen lässt, okay, wurde jetzt aus diesem quasi unabsichtlich herumgebastelten Ding der Hit oder wurde er nicht, blieb er im privaten Bereich oder ist das Werk in den kommerziellen Bereich übergewandert? Das heißt, ich weiß nicht, wo das rechtstechnisch ansetzt, vielleicht im Vertragsrecht bei sowas Ähnlichem wie diesem Bestseller-Paragraphen. Es gibt ja immer schon das Instrumentarium, sowas wie den überraschenden Bestseller nachzuverhandeln. Für Autoren, also wo die ursprüngliche Auflage und das ursprüngliche Honorar in keinem Einklang steht mit dem quasi überraschenden Bestseller. Also vielleicht nützt uns diese Vorstellung, dass man im Nachhinein Kommerzielles und Privates besser trennen kann, etwas, weil im Vorhinein ist es heute nicht mehr so leicht möglich. Und mir scheint, dass die Debatte immer noch in so einem alten Bild ansetzt, dass Produzentinnen alles vorher wissen müssten oder Nutzerinnen alles vorher wissen müssten, bevor sie überhaupt zum ersten Mal klicken. So, ich darf Danke sagen. Ich möchte mich ganz besonders bei Ihnen bedanken. Ich bin ganz beeindruckt, wie kurz die Statements waren. Das ist ja ganz selten und auch ganz schwierig. Als Politiker weiß ich, wovon ich rede. Aber ich glaube, das hat eine sehr schnelle und lebendige Diskussion ermöglicht. Da möchte ich mich als Moderator ganz besonders bedanken. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Sie wissen, die Ergebnisse werden festgehalten. Es gibt auch keinen Punkt, wo eine Debatte zu Ende ist oder wo man ein Schiedsurteil spricht. Die Ergebnisse der ganzen Form fließen natürlich in den weiteren Meinungsbildungsprozess bei uns allen und auch bei den Grünen ein. Bitte schön.